Und die Schweden können Historisches leisten. Vorfreude, auch das. Deutschland gleich entfachen will. Wir freuen uns auf die Mannschaften hier in Sotschi. Ernste Gesichter. Wir schauen ins Auge des Gegners und hoffen, dass die Schiedsrichter einen guten Job machen. So beginnt die deutsche Nationalmannschaft durchaus mit einigen Überraschungen. Hector kommt zurück nach überstandener Grippe. Boatengs Partner ist Rüdiger, weil Hummels mit Halswirbelsäulenproblemen nicht kann. Reus dabei und Özil nicht. Für das erste K.O.-Spiel der Deutschen auf Reus. Draxler! Wollte den Ball, glaube ich, eher querlegen. Wurde nochmal gefährlich. Die für Rudi. Flanke ist gut. Klasse abgelegt. Aus für Werner. Klasse aufgelegt. Kommt zu leicht vorbei. Ganz alleine nach Fehler Rüdiger. Neuer verpennt das Rauslaufen, hat aber Glück. Legt sich den Ball einen Moment zu früh vor, zu weit vor. Neuer war auf dem Sprung, hat dann den Antritt nicht gemacht. Bock von Antonio Rüdiger, der so gut 8 Minuten. Jetzt sind sie im Strafraum präsent. Ich brauche Anspielstation. Genau so. Klasse gespielt. Super Laufweg diesmal von Reus. So viele Möglichkeiten schon. Nach gut 8 Minuten. Jetzt sind sie im Strafraum. Für die schwedische Mannschaft. Da ist er! Berg geblockt von Boateng. So wichtig. Aber auch da wieder Berg mit der richtigen Bewegung. Jetzt Müller. Abgedrängt. Gut verteidigt. In Ekdal. Körper reingestellt. Kein Vorbeikommen mehr. Rudi. Abseits. Augustinsson, Müller, Schlampigkeit, Heuvonen, unglaublich, unglaublich, Abspiel von Toni Groß, völlig überflüssig und dann haben es die Schweden schnell und gut gemacht. Ganz bitter. Aber warum macht diese Mannschaft auf einmal solche Fehler? Vierfacher Champions League-Sieger. So wenig Fehlpässe. Und dann so ein Ding. Fragen Sie mich nicht nach Erklärung, aber das ist... Er kann die Leute vorne einsetzen. Stolzen, Riesenparade nochmal. Meine Güte, sie haben aber auch richtig Glück. Müller kann es nicht fassen, aber sie wollen. Das ist ihm anzusehen. Einfach unglücklich die Aktion. Reus. Wohl die letzte Aktion. Berg, Neuer! Kein Abseits. Aber das ist Tiefschlaf. Tut mir leid. Boateng! Tricky. Warum nicht? Auch wenn er den dann noch besser treffen müsste. Und ich glaube, hätte ich so nicht gedacht nach der Anfangsphase. Toivonen weiß mal wieder, wie sich's anfühlt, ein Tor zu erzielen. Zu viele Fehler. Zu viele Rückschläge. Hoffentlich in den Hintergrund gedrängt werden kann und sie sich auf diese... Klasse Kopfball! Aber vorbei.
Noch nicht das Turnier von Thomas Müller. Reus, richtiger. So schnell, komm erst dran und das Tor, Ausgleich, Marco Reus. Gomez hat die Füße im Spiel, Reus trifft, die Hoffnung ist zurück im deutschen Team, na bitte. Selten war er so erleichtert, der Bundestrainer, und wir, sie alle, genauso. War das Tempo, Gomez Einsatz, Reus, richtiger, guter Laufweg. Kimmich, super, fast, schön abgeklemmt. Groß abgefüllt, da kann in einer Minute alles gedreht werden, was eben noch so aussieht. Zumindest gut zugemacht, Balleroberung groß beteiligt, Check gegen Timo Werner, jetzt geht's ab hier und jetzt kommt die gelbe Karte. Verzögert. Kimmich. Und wie beim 1-1, ähnlich gut gemacht, wieder durchgelassen Olsen. Abschluss, Hector. Kimmich, flach, wieder laufen lassen. Gute Laufwege, Kimmich, ein guter Ball fehlt. Und ein halbes Schrittchen aus der Drehung mit der Hacke, so hat es Reus, glaube ich, gedacht. Was soll er sonst tun? Kommt im Vollsprint nach ganz vorne rein. Der Ball ist super von Kimmich. Und jetzt, da, wenn er den erwischt, der geht. An vielen gefährlichen Aktionen beteiligt. Belebend und wie? Werner, wo ist Gomez? Fuck. Boateng. Und Gomez! Nein! Aber abseits. Ich möchte fast sagen, zum Glück abseits. Und nochmal. Groß. Eckstoß. Berg noch dran. Klasse. Groß! Groß! Und wieder Kimmich. Wo ist Gomez? Da. Kein Konter, der gefährlich werden kann. Zu viel Deutsche hinten. Taktisches Foul. Gelbe Karte, selbstverständlich korrekt. Neuer. Blitzartig wieder. Müller. Werner! So gut. Sie werden das Glück brauchen in diesen 10 letzten Minuten. Um hier nicht auszuscheiden aus diesem Turnier. Und Boateng hat schon gelb. Das Foul war heftig. Ich glaube, dass der polnische Schiedsrichter weiß, dass Boateng schon gelb hat. Und sich deswegen jetzt gut überlegt, was geschieht. Aber müssen auf Mexiko hoffen. Neuer. Groß. Gute Flanke. Gomez, Olsen. Olsen fischt ihn raus. Super Szene von Groß mit links geflankt, der Blick zur Uhr, Gomez, fast wäre alles aufgegangen, etwas zu mittig, kann den aber nicht besser setzen, kontrollieren, weil er Gegnerdruck hat. Wird am besten nochmal raus, Neuer. Oh. Hector übersprungen, sind jetzt nochmal. Groß, Werner, Reus. Werner lauert, Reus trifft den Ball nicht so, wie er ihn treffen möchte. Eben in Überzahl, nur noch Rüdiger zentral, Forsberg gegen Mexiko in der Schlussphase. Und dieser Innen dauert lange, Brandt, Brandt! Es ist unfassbar. Werner im Abseits, aber schon wieder trifft Brandt den Pfosten, wie gegen Mexiko in der Schlussphase. Und dieser Innenpfosten. So, nochmal. Sie verteidigen ihn schon zu dritt. Sie haben so viel an Standards getüftet. Groß! Er macht das Tor! Toni Groß, 2:1. Das ist nicht zu fassen. Halten Sie mich fest. Und er macht alles wieder gut. Toni Groß versenkt das Ding. 2:1 versenkt Schweden. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht, Jogi Löw. So viel Glück kann man nicht haben. Wie hat es Thomas Müller gesagt, das wäre der goldene Kelch. Genauso hat er es formuliert. Ja, mehr als offener Mund fällt mir dazu nicht mehr ein, Toni Kroos. Völlig wurscht der Fehler.
völlig wurscht. Ist fürs Erste verschoben und das Spiel ist vorbei. Deutschland schlägt Schweden mit 2:1. Dank Toni Kroos, das fühlt sich ein bisschen an heute wie ein ganz großer Gewinn. Bierhoff, Löw, Köpke, Sorg, die Baumeister von La Mannschaft.